Ja, moin, ihr Lieben. Ja, irgendwie stehe ich immer für euch extra früh auf, damit ich irgendwas zusammenkriege. Heute geht es um JPEG. JPEG-Fotografie in Verbindung mit der Fuji und in Verbindung mit einem tollen Buch eines geschätzten Kollegen, Thomas P. Jones, ausgewiesener Fuji-Fachmann. Ich habe jetzt das Buch, ich habe es auch schon gelesen. Und ja, wir gucken uns die JPEG-Rezepte einfach mal in Natura an. Also wie immer, ihr wisst, praxisorientiert. Ich nehme euch mit. Dranbleiben, hoffentlich spannend. Ja, moin ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, Bücher ist ja das eine, aber das Schöne hier bei dem Buch ist halt wirklich, es auszuprobieren. Und so habe ich auf meine X-Pro3 in den Custom Settings einige seiner Rezepte jetzt einfach mal eingespeichert sozusagen. Und habe mich spontan entschieden, euch jetzt einfach mal mitzunehmen, sodass wir diese JPEGs, alle Bilder, die ihr heute seht, sind ausnahmslos JPEGs. Basierend auf den Rezepten von Thomas. Ich verlinke das Buch unten in der Kanalbeschreibung. Ich verlinke auch gerne nochmal auf dem Video, wo ich so gezeigt habe, wie man diese JPEG-Settings halt setzt. Das ist kein Hexenwerk. Und ja, ich habe ein Zeitfenster von einer knappen Stunde. Dann soll es sich bewölken und Regen geben. Von daher bin ich für euch früh aufgestanden und wir fotografieren heute ausschließlich JPEG. Auf geht's. Also 7 Custom Settings hat man ja frei und ich habe mir die, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich leider nicht so gut sehen, wenn man ins Menü geht, habe ich ganz oben Benutzereinstellungen auswählen und das erste heißt Chrome Paint, basiert auf Classic Chrome. Ich verrate natürlich jetzt hier nicht die Einstellung und damit fotografieren wir jetzt einfach hier mal ein bisschen rum. Ich habe sicherheitshalber auf die, ich habe ja 2 SD-Karten, auf die SD-Karte 1 gehen die RAWs, auf die zweite Karte gehen die JPEGs. Also, legen wir mal los. Ich fotografiere also jetzt im Grunde ein bisschen für euch wild hier umher, um mal so ein bisschen zu schauen. Und ihr seht, wie gesagt, einfach die JPEGs out of cam. Ah, die Wolken kommen schon, aber es ist uns egal. Geht ja darum, dass man mal so ein bisschen den Look sieht von diesem ersten JPEG-Rezept. Drauf habe ich jetzt das 35mm f2. Das ist immer so mein To-Go-Objektiv, wenn ich nur Kamera und ein Objektiv mitnehme. Und wichtig hier natürlich so ein bisschen das Histogramm im Auge zu behalten. Aber so, das mal das erste JPEG-Setting. Das zweite, was ich mir ausgewählt habe, heißt Fields of Gold. Soll super sein für sonnige Tage, hat einen sehr warmen Look. Und somit fotografieren wir damit mal ein bisschen.
Das Erstellen dieser JPEG-Rezepte ist einfach und im Buch wird ja auch sehr gut beschrieben, dass das im Grunde erstmal so eine, kann man ja auch als Basis nehmen. Wenn man das einmal kapiert hat, kann man das wunderbar anpassen und er sagt ja auch wirklich viel zwischendurch zu dem, was die Regler und was sowas wie Klarheit und halt alles bewirkt. Ja. Und Vorteil natürlich, du siehst im Sucher halt wie immer gleich das, was du halt auch bekommst. Hinten gibt es natürlich dann immer noch mal eine Auswahl der Rezepte, aber hier soll es jetzt erstmal Step by Step gehen. So, das nächste Setting, Nummer 3, was ich mir mal ausgewählt habe von ihm, heißt Havanna und basiert auf Velvia. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, das ist jetzt mal das, womit wir arbeiten. Ich denke mal, jetzt gehe ich mal dann so langsam runter Richtung Ort, bevor das hier völlig verschwindet. Sehen, ob ich noch ein bisschen was finde. Havanna sehr knallig, aber gefällt mir auch ausnahmslos gut. Wie gesagt, ich habe ja immer noch Bilder oder Files auf der ersten SD-Karte, nämlich die RAW-Files. Aber trotzdem fotografieren wir einfach erstmal jetzt so durch hier. Jetzt auch keine besonderen Einstellungen. Bin jetzt hier Blende 8 unterwegs. Aber das sieht im Display schon sehr cool aus. So, das nächste Rezept ist Bullet. Richtig schön Vintage. Gucken, was wir damit hinkriegen. Finde ich auch ein sehr interessanter Look. Ist sicherlich nicht für jeden Tag, aber kann ich mir gut irgendwo, so wie er es auch im Buch hatte, mit alten Autos und so weiter vorstellen. Oder halt, ja, einfach wenn man so ein bisschen im Vintage geht. Warum nicht? Einfach ausprobieren. Und wenn nicht, kann man ja, wenn der Look zu extrem ist, das Ganze auch noch ein bisschen verändern. Geht ja nur um euch einen Eindruck mal von den Möglichkeiten zu geben. So, jetzt wird es natürlich für mich spannend. Ich habe jetzt umgeschaltet auf die Filmsimulation Mullins Schwarz-Weiß, die erste Schwarz-Weiß-Simulation. Das las sich alles hervorragend und logischerweise für mich super interessant und basiert auf Acros Air, mehr sage ich nicht. Und damit fotografieren wir jetzt mal ein bisschen. Finde ich natürlich selber schon sehr interessant, sehr neugierig, sehr interessant, sehr gut, was man damit so fabrizieren kann. Und deswegen mache ich einfach mal ein bisschen. Natürlich geil, jetzt kommt auch noch mal richtig schön die Sonne raus. Können wir mal gucken, was geht.
Auf jeden Fall macht es im Display schon einen super Eindruck. Außerdem kann man immer noch mal gucken, was habe ich denn im Nachhinein noch für Möglichkeiten. Das zeige ich euch dann mal so auf dem iPad mit JPEG-Dateien. Hier geht es aber jetzt wirklich erstmal um den Look. Und so, kommen wir mal zur letzten. Und zwar Pushing Tricks. Da bin ich sehr gespannt. Eine zweite Schwarz-Weiß-Simulation. Mal schauen, was man damit machen kann. Ich will ja nicht zu viel verraten. Ist wohl ein bisschen mehr Vintage, so würde ich es mal nennen. Also zweite Filmsimulation Schwarz-Weiß, also ein Rezept von Thomas. Pushing Tricks. Schauen wir mal. Leider jetzt natürlich gerade die Sonne ein bisschen weg, aber das habe ich ja, ich habe ja gesagt, ich habe ja nur ein kurzes Zeitfenster. Aber ist ja wurscht. Wir gucken mal. Die basiert auf Monochrom Standard. Also, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? So, Leute, zu guter Letzt nehmen wir noch mal ein Motiv, wo ich noch mal alle Filmsimulationen durchschalte. Rezepte. Nehmen wir mal diese Hütte hier. Und ihr sollt ja dann möglichst selber kreativ werden. Also, wir fangen noch mal an mit Thomas Rezept Chrome Paint. So, es ist halt drauf zu achten, gute Belichtung hinzukriegen. Jawohl. Nummer 1. Nächste Filmsimulation. Fields of Gold. Ja, passend dazu kommt die Sonne. Zack. Dritte Filmsimulation. Havanna. Sein Buch. Ritt. Dann, die ich mir gespeichert habe, Bullet. Die mag ich irgendwie, das weiß ich jetzt schon. Zack. Könnte es natürlich auch übers Q-Menü machen. Da habe ich es jetzt auch drin. So, Mullins. Das ist richtig geil im Display. Ja. Last but not least. Pushing Tricks. Da hat er gesagt, besonders geil bei hohen ISO-Werten. Versuche ich jetzt mal. Ah.
Und jetzt zu allerletzt noch mal eins, was ich mir ausgedacht habe. Und mal gucken, wie das wirkt. Das ist also jetzt eine von mir, die ich mir schon mal ausprobiert habe. Zack. So. Ich blende die ja immer zwischendurch noch mal ein. Habt ihr ja gesehen. Ich finde, es ist eine coole Sache, um mal so ein bisschen kreativ zu werden. Das kann eine Ausgangsbasis sein, aber wie ich finde, sehr, sehr gut erklärt in den Büchern oder in dem Buch, was das Einzelne halt ausmacht. Von daher, schaut euch das ruhig mal an. Ich mache jetzt noch ein paar Bilder. Hinten kommen noch mal einige. Ich sage aber noch mal ein paar persönliche Worte. Ja, ausladendes Video. So, jetzt habt ihr ja wirklich einen umfassenden Eindruck mal bekommen. Ich weiß, das ist alles sehr lang, aber mir war es mal wichtig, dass ihr mal eine Idee für JPEG kriegt. Und wie gesagt, das Buch von Thomas, ganz, ganz toll geschrieben. Unten findet ihr wie immer auch einen Link zu dem Buch, wenn euch das interessiert. Nehmt es einfach mal als, ja, so sehe ich das auch als Idee, was man da überhaupt mitmachen kann. Und die JPEG sind von der Qualität her fantastisch, das muss man wirklich sagen. Was Schärfe angeht und alle diese Dinge gibt es überhaupt nicht zu mehren. Und von daher einfach eine tolle Alternative. Der Import geht natürlich rasend schnell. Das heißt, SD-Kartenleser dran, dann die Karte rein. Ich habe die bewusst mal nicht in Lightroom reingeladen, um euch zu zeigen. Also bei mir auf dem iPad gehen die direkt in den Fotoordner rein. Das waren, glaube ich, 148 Bilder. Und das geht natürlich deutlich schneller, wenn man die JPEGs dann 1:1 da reinschießt. Der ganze Workflow, der beschleunigt sich natürlich immens. Und auch die Bearbeitung, weil ja viele denken, klar, man ist wieder so ein bisschen im analogen Feeling, mit der X-Pro3 natürlich noch viel mehr, weil guckst halt nicht immer drauf. Man muss halt Histogramme im Auge behalten, Verschlusszeiten und all solche Geschichten. Aber das macht es natürlich dann auch reizvoll. Aber dennoch hat man dann immer noch die Möglichkeit in der normalen, also ich denke mal, das hat ja jedes Smartphone oder jedes Tablet, dass man immer noch die Bilder bearbeiten kann. Und das seht ihr ja auch gerade so ein bisschen, also auch Belichtung oder mal Schatten oder so. Diese JPEGs sind so hochwertig, dass man da durchaus noch was mitmachen kann. Das ist ja überhaupt kein Thema. Und wie gesagt, auf der SD-Karte 1 wären jetzt komplett die RAWs. Die Bilder, die ihr gesehen habt, waren komplett unbearbeitet. Also teilweise deswegen auch noch ein bisschen schief. Ich habe die einfach mal 1:1 genommen und da reingehauen, dass ihr also gesehen habt oder sehen konntet, so kommt das dann da raus. Nichts dran gemacht, diese Bearbeitung hier im Hintergrund, das dient so ein bisschen nur der Idee. Aber alle Bilder, die ihr in dem Filmchen gesehen habt, die waren jetzt 1:1 so raus. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Also von daher JPEG. Kann man schnell verschicken, kann man direkt über Wi-Fi auf sein Smartphone laden, vielleicht auch schnell mal hochladen, soziale Medien. Oder wenn man sie eben mal eben verteilen will an ein anderes Smartphone per AirDrop oder so. Natürlich eine super Geschichte. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Wer fotografiert denn von euch schon JPEG oder ausschließlich JPEG? Würde mich mal interessieren. Ich weiß, es gibt ja noch ein paar andere Seiten, wo man diese Rezepte sehen kann. Schaut mal auf das Video, was ich mal ursprünglich gemacht habe, da habe ich ja erklärt, wie man das machen kann. Ansonsten dieses Buch, Thomas weiß nicht, dass ich dieses Video mache. Ich habe mir das Buch auch selber gekauft und nicht von ihm zur Verfügung gestellt bekommen. Und vielleicht sieht er das ja mal. Und auf jeden Fall, Thomas, falls du es siehst, geiles Buch. Und auch gerade das Wissen drumherum über JPEG und über die einzelnen Dinge, die ich dort einstellen kann, natürlich super. Okay, Leute, ich weiß, langes Video. Schreibt mal unten rein, was ihr davon haltet. Wie gesagt, die Rezepte sind jetzt natürlich ein Beispiel, aber spätestens nach dem dritten Custom Setting hat man es raus und dann ist das spielend leicht und vielleicht ja ein Anreiz, auch mal, wer keinen Bock auf große Bearbeitung hat, da mal mitzumachen. Ein paar Bilder werdet ihr in Zukunft auch natürlich auf meinen zwei Instagram-Kanälen sehen. Seht da hinten im Abspann, schaut mal rein, würde mich freuen. Ansonsten, ja, wünsche ich euch was Schönes, werdet und bleibt gesund. Und wie gesagt, 22 JPEG-Rezepte. Thomas B. Jones, schaut euch das ruhig mal an. Okay, danke für die Aufmerksamkeit und bis bald, ihr Lieben. Tschüss.